Tja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ihr seht es im Hintergrund, wir suchen einen Rank. Und heute bin ich nicht alleine, heute ist einmal Codex mit dabei, was geht? Hallo. Und dann ist Memo mit dabei, was geht? What's up, guys? Puppy Heroes hier. Freunde, ihr habt schon im Titel gelesen, heute geht es um mein Community-Event-Turnier, wie man auch immer das nennen will. Denn ihr könnt euch heute unter diesem Video hier bewerben. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr euch hier unter dem Video auch nochmal für meinen Clan bewerben. Es sind einfach beide sozusagen Bewerbungen unten verlinkt. Ich werde hier nochmal in dem Rank jetzt nochmal kurz was zu diesem Turnier sagen, wie das Ganze exakt ablaufen wird. Und dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir jetzt in die Runde. Wie gesagt, ihr könnt euch unten eintragen. Und ja, dann sehen wir uns in der Runde wieder. Let's go. Okay, Freunde, wir spielen auf Clubhouse. Bomb. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Codex ist ja Diamond, ich bin Platt 1 und Memo ist gerade Gold 1 leider. Das ist echt das Lustigste, Freunde. Memo und ich kriegen einfach, ich glaube, also ich habe 30 Minuspunkte bekommen, Memo kriegt 70 Minuspunkte. Okay, die waren einfach kein Operator, Ehre. Wir kriegen einfach Minuspunkte, trotzdem wir gegen Hacker gespielt haben, sogar gestern. Also das war wieder ultra gay, also Kuss geht raus an das Game. Aber Freunde, darum soll es gar nicht gehen. Ich werde euch gleich was zu dem Turnier erzählen. Aber bevor wir starten mit den Infos zum Turnier, falls ihr Bock habt, schaut gerne auf Twitch vorbei. Ich streame da jeden Tag um 16 Uhr. Deswegen würde es mich mega, mega freuen, falls ihr da Bock habt. Falls ihr da mal am Start seid oder so, natürlich nur, wenn ihr wollt. Ich werde wahrscheinlich morgen, also heute im Stream, auch nochmal ein bisschen was zum Turnier sagen. Falls ihr dann noch Fragen habt oder so, könnt ihr die einfach dann in den Chat schreiben. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr da auch einfach ein Follow da lassen, weil voll viele schauen meinen Stream, aber haben noch gar nicht gefollowt. Finde ich irgendwie krank. Aber falls ihr Bock habt, könnt ihr es natürlich gerne machen, Freunde. Weil da bin ich ja noch, da sind wir ja noch gar nicht so viel auf Twitch. Deswegen ist das heftig von euch, aber trotzdem danke für den ganzen Support, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal Church, genau. Und Freunde, ich werde wahrscheinlich auch bald mal das erste Mal ESL streamen, also so ein ESL-Turnier. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, wie ich mal so ESL-Spiele, könnt ihr da auf jeden Fall mal, falls ihr Bock habt, natürlich halt auch vorbeischauen. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Runde mit drei gebannten Operator. Lul. Okay, Jungs, Round beginnt. Da fehlen eigentlich noch Wände, haben wir jetzt leider nicht. Dings, ich rede jetzt kurz über das Turnier. Falls ihr Ruhe braucht oder so, dann mute ich mich schnell. Ja, also sagt dann einfach Bescheid. Dann mute ich mich einfach ganz schnell. Also, Freunde, wie gesagt, ihr könnt euch jetzt für das Turnier bewerben. In der Beschreibung ist das Formular dazu. Ihr müsst da einmal 5 eintragen, also 5 Spieler. Und ihr könnt einen Ersatzspieler eintragen, falls einer nicht kann. Ihr müsst dazu auch einen Streamer eintragen, der das Ganze streamen muss. Ich weiß noch nicht, wie, also ob wir eine gewisse Anzahl an Teams machen oder ob das, oder ob alle mitmachen können, die sich da auch eintragen. Aber es könnte vielleicht sein, Bonus-Blue. Aber es könnte auch sein, dass, Inside B. Inside B, okay, warte. Sind die am Hedge? Rechts drin. Ja, ja, ja. Oh, okay, ja, warte. Der ist 75 OP. Oh, einer raus von denen? Was machst du, Bruder? Bruder, ich dachte, Inside, der Typ liegt ja auf dem Boden hinten. Before, sorry. Wird wahrscheinlich gleich. Ist die News for the game, or what? No. He wants flick. Kurz. Der droppt aber auch nicht. Aber ruhig. Hier ist auch keiner. Ihr müsst das holen, Kommis. Da war eine Drohne. Ich kann dich leider nicht. Einer Sage. Termite ist das? Einer Kitchen Hedge. Der geht jetzt. Ist immer noch im Kitchen. Ich guck grad Kitchen. Immer noch am Hedge. Ich guck grad Kitchen Hedge. Okay. Der kommt jetzt Mainstairs, ist im Hallway. Ist schon Mainstairs? Ja, der hat schon Dingens Claymore platziert in Mainstairs. Above Hatch, going through Hatch, spring. Hitchen ist gerade nichts. Die machen den Bar Hatch noch auf, also die wollen hier Drop Memo. Kann ich mir vorstellen. Bei mir ist auch einer, bei dir. Ja, okay. Einer. Ja, dann bei uns beiden ist einer. Wenn wir einen ausgeschaltet haben, haben wir es. Darauf, dass er droppt. Okay. Jetzt ist er bei mir. Ist gedroppt. Pick nicht so viel. Blaze, bitte. Einen, bleibst du. Er pickt jetzt. Gleich. Schön, Jungs. Digga, er wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Er hatte überhaupt keinen Plan. Er hatte gar keinen Plan, wo ich bin. Guck dir das mal an. Er hat so erst geguckt
Und dann hat das, glaube ich, gerafft, aber dann war es schon zu spät. Okay, Freunde, dann erzähle ich jetzt mal weiter. Wo war ich eben gerade? Zum Thema, wie viele Teams zugelassen werden. Also einmal überlege ich noch, ob alle Teams zugelassen werden oder ob es eine gewisse Anzahl gibt an Teams, die zugelassen werden. Wie das Ganze entschieden wird, ist eigentlich random. Also ich werde jetzt nicht die besten Teams mitmachen lassen oder so. Also ich werde dann auch wahrscheinlich so von einigen Mitspielern, also von einigen Spielern da auch die Sets vielleicht einfach so angucken. Mal sehen, aber da lege ich jetzt nicht so Wert drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da soll einfach jeder so mitmachen können oder jeder soll die Chance haben, mitmachen zu können. Was ich noch sagen kann zu dem Turnier, falls ein Bug auftreten sollte zum Thema, ihr habt jetzt Mausbug zum Beispiel in-game oder so, dann wird das ganze Match wiederholt. Also falls ein Bug, den ihr im Stream dann bezeugen könnt, der wird dann wiederholt. Also dann wird das komplette Match wiederholt. Wir werden das Ganze wahrscheinlich mit ESL-Einstellungen spielen. Falls ihr jetzt einen Timeout habt oder so, oder euer Mate einen Timeout habt oder so, dann wird das Game nicht wiederholt, weil das ist dann nicht die Schuld vom Game oder von mir jetzt, vom Turnier oder so, sondern das ist dann halt eure eigene Schuld leider. Also eigentlich Internetanbieter, aber keine Partei von denen ist schuld daran. Deswegen wird das dann leider nicht wiederholt. Also wenn euer Mate austimt, müsst ihr leider zu viert spielen. Deswegen, das tut mir sehr, sehr leid. Genau, er kann zurückkommen, aber solange er weg ist, müsst ihr leider zu viert spielen. Also je nachdem, wie viele austimen. Können natürlich auch alle drei austimen oder alle vier oder alle fünf. Das kann natürlich alles passieren. Hauptsächlich, ich habe oben rechts die ganze Zeit Verbindungsabbruch, trotzdem ich hier einen 15er Ping habe. Weil mir auch die ganze Zeit... Die haben Breach aufgemacht. Ja. Ey, die sind jetzt schon Construction, glaube ich. Nee, ne, Construction bin ich. Achso, okay. Dachte schon gerade. Also wie gesagt, sagt wieder Bescheid, wenn ich mich muten soll, Memo. Alles gut. Oder Codex. Was ich noch sagen kann, Freunde. Ich weiß noch nicht, ob wir das Ganze mit ESL oder Ranked Settings machen, aber ich denke mal... Warte mal, ESL sind ja... Nee, es gibt ja schon noch einen Unterschied zwischen ESL und Ranked Settings. Schön, Memo, Digga, schön. Also, wir werden das Ganze wahrscheinlich mit ESL-Settings machen, kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten, wenn ihr alles fertig seht, werdet ihr das dann sehen. Ich werde dann, was ich mir noch überlegt habe, wenn zwei Teams, also das ist ja sozusagen so eine Art Gruppen, das sind ja sozusagen Gruppen, Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C und so habe ich mir das vorgestellt, wo immer so vier Teams drin sind und, dann halt untereinander mit Tabelle, das erste Team kommt dann immer weiter in der Gruppe. Ihr werdet dann wahrscheinlich drei Matches innerhalb der Gruppe machen, bevor ihr zum Viertelfinale kommt. Und dann zum Halbfinale und Finale dann. Also das erste Team kommt auf jeden Fall immer weiter. Ich weiß nicht, ob das... Also mit dem zweiten Team muss ich dann schauen, dass es dann sozusagen nochmal die Losers gibt, sozusagen. Also von denen, die verloren haben und die haben dann vielleicht nochmal die Chance oder so. Ist halt sehr, sehr kompliziert. Ich habe halt leider jetzt keine Grafik, die ich euch zeigen kann. Aber wenn ich eine habe, werde ich sie euch auf jeden Fall dann im Stream zeigen. Wann das ganze Turnier stattfindet, was ich ja noch gar nicht gesagt habe, Freunde, ist der 20. Juli. Das ist der Termin für das Turnier momentan. Once Construction und Ping. Und das soll Ganze um 15.30 Uhr stattfinden. Also 20. Juli, 15.30 Uhr. Steht aber auch nochmal in der Bewerbung so drin. Wie gesagt, alles ausfüllen von der Bewerbung. Falls ihr da halt mitmachen wollt. Ich weiß halt nicht, wie viele Teams sich da anmelden, wenn sich da extrem viele Teams anmelden, so 60, also keine Ahnung, kann ja sein, dass sich da 60 Teams anmelden oder so. Dann kann es natürlich sein, dass vielleicht nicht alle mitmachen, es sei denn, wir haben so viele Gruppen, weil es gibt halt auch nicht so extrem viele Helfer, die halt, also ich werde das Ganze so machen, ich werde dann nicht selber spielen. Ich werde dann nicht selber spielen. Ich helf kurz. Lass dich kurz schießen, lass mich. Oh, ich hab ihn. Oh. Lul, der letzte Schuss von meiner Kugel, vielleicht sieht man das. Ja, guck mal, der letzte Schuss von meiner Kugel, Digga. Jetzt. Der letzte Schuss von meiner Kugel, Alter, der tut mir unnormal leid, Mann. Okay, Freunde, ich rede jetzt einfach schon mal weiter während der Vorbereitungszeit. Also, ich habe ja schon mal vieles gesagt. Achso, Thema Preisgeld. Ich glaube, für das allererste Mal, wenn das Turnier jetzt stattfindet, gibt es vielleicht noch kein Preisgeld. Aber wahrscheinlich beim zweiten Mal, wenn ihr da... Ultra ausrastet oder so. Ja, okay. Wenn ihr da auf jeden Fall ultra ausrastet und so, dann wird es auf jeden Fall Preisgeld geben, weil das Ding ist, die Firmen wollen erstmal sehen, was man da erreicht an der Reichweite, welche Leute da mitmachen, wie viele Leute da zuschauen und so. Das wollen die Firmen natürlich erstmal wissen. Jetzt sind das erstmal nur
so Vermutungen, dass vielleicht 70 Leute zuschauen, dass da vielleicht 20 Teams sich anmelden. Das sind halt alles nur Vermutungen. Das kann man jetzt noch nicht vorlegen. Ich denke mal, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Also das allererste Mal geht es wahrscheinlich jetzt erstmal nur um Ehre. Oder einfach so, wer gewinnt. Den sehen auf jeden Fall dann alle bei mir im Stream. Ich werde das Ganze auch nicht spielen, sondern Carsten. Also ich werde dann sozusagen ein Match aufmachen. Wir werden uns verschiedene Games angucken, wie die zocken und so. Die Teams. Bei mir ist offen der Hatch. Ich habe kurz gemarkt. Ich hoffe, hier fliegt jetzt gleich keine Grenade rein. Ich glaube aber, ich kann raus. Ist hier im Dings offen? Ja, oh shit. Mute yourself. So. Okay. Sag dann wieder Bescheid, Jungs, falls ihr wieder, falls ich aufhören soll. So. Also, was kann ich noch sagen? Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr gerne in meinen Stream kommen und mich das fragen. Vielleicht werde ich mal ein Game oder so mitmachen, wenn ich mal ultra Bock habe. Das kann natürlich auch sein. Aber ansonsten ist bei mir im Stream der Fokus. Also ich hab... Ja, das ist close rechts. Das ist close rechts, wusste ich nicht. Es ist noch einer Barfum, ja. Schön, Memo. Und Jim. Schön, Memo. Noch einer, Memo. In, ich glaube, Barfum ist noch einer. Ansonsten ist... Barfum, Barfum. Ja, einer noch Barfum. Einer Barfum. Ein Thermite Barfum. Ja, der wird gleich verliehen. Einer ist Wunder, einer ist Dinges. Barfum. Boah, schade, Memo. One left side. Na, sorry. Ja, schade. Okay, Jungs, this round. Wir sind CCTV. Ansonsten, was kann ich noch sagen? Ich überlege eben noch mal kurz, was ich noch sagen kann. Falls ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ja, ich denke, ich habe erstmal alles gesagt. Oh, warte. Oh, scheiße. Oh mein Habt Gott, ihr sie? Habt ihr so sie? Ein Flick gegen schön, schön, schön. Ja, ich hätte sie vielleicht... Also, ich habe gerade noch geguckt. Ich auf dem Dach war, ob ich sie vielleicht noch holen kann. Geht der jetzt auf? Ja. Okay. Dann mache ich kurz hier auf. Dings, ist einer Garage oder so? Ja, Garage ist einer. Ja, versucht mal einen rauszulocken. Versucht den mal rauszulocken, weil dann kann ich ihn hier direkt tappen. Ich kann ihn nicht rauslocken. Er hält sich gegen Engel. Einer Garage? Nee, Main. Er war Main draußen. Also Drohnen einfach. Sag mal ruhig. Hier ist einer unten. Jäger down. Wer ist das? Schön. Jäger down. Einer ist oben, glaube ich. One is up, I think. Ah, nur noch wir leben. Memo hinter dem, glaube ich, oben. Ja, wir holen das, Jungs. Also, wenn der Garage zurückrotieren sollte, ist er. Entweder sehr low oder direkt tot. Oben. Ja. Ich hole easy fractured. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Versuch den mal vielleicht aus Garage irgendwie rauszukommen mit Drohnen oder so. Ist da einer, Memo? Ja, ich hab schon. Ja, hinter der Bombe. Ich hab da gerade hingeguckt, Alter. Die spotten mich permanent, Jungs. Das ist ekelhaft. Kite down. Oder hier sind wir nur drin. Maestro down. Der lässt es, glaube ich, hier. Und noch einer hinter der Bombe? Nicht pushen. Ne, noch einer hinter der Bombe hier. Bei mir. Versuch ihn zu flashen. Komm, Construction rein, links. Ja, er ist auf. Ja, schön. Oh mein Gott. Schön. Er wollte mich so. Er war hinter der Bombe da irgendwo. So, die sind unten. Die werden jetzt nochmal inshallah hops genommen. Guck mal, wer ist dein. Mich hab's ich der größte Alman, Digga, red hier mit 2 Kennex und sag, inshallah werden die jetzt hops genommen. Fühl mich gerade ultra nice, Digga. Okay, oh, scheiße, haben wir einen Zetscher? Nein, ne? Ja, die haben hier Kite dran. Scheiße. Ich krieg den Kitschelf nicht auf. Dir gut, Bruder. Ich hoffe, die haben keinen Puls, sonst bin ich gleich tot. Hier ist die, wie es clean, Sophia. Ich auch. Die Stairs sind auch clean. Ich mach den Headshot. Digga, Lesion ist im Blue. Krieg ihn durch, links. Sollen wir den holen zusammen? Ich guck, Mann, hier ist einer in Bar. Haben wir, aber Lesion fallen. Hä, wo war die? Nein, die war. Hä, hat keiner Dings oben gedroht? Weil die kam von oben die Stairs runter. Aus Bar. Also die ist jetzt Bar und so. Ich hab gedacht, das hat einer gedroht, weil irgendeiner gesagt hat, Cash und so ist clear. Hab ich gedacht, oben ist clear. Und dann hat er mich von oben gerusht. Nee, Dingens hab ich nicht gedroht oben. Oder die Lesion Traps, ich sehe die nicht. Nur CC hab ich gedroht. Da ist Blue einer, wenn jemand Team von Hedge holen kann, wäre das nice. Ja, die war gerade in Bar.
Ja, die ist immer noch oben. Irgendwo. Valkyries, somewhere upstairs. Jetzt Memo AD. Mit dem Wallbang des Südens. Schieß mal einmal. Stell mal vor, das hätte jetzt gestimmt, Digga. Valkyries du? LOL. Er hat gecrouched und hat mein Natural gedodged. Wo, Bruder? Das lohnt einfach. Du, hinten durch immer, er ist 1 HP. Lohnt einfach gar nichts. Genau da, genau da. Er ist noch da, glaube ich. Kannst du von da aus markieren oder ist so hoch? Ne, ist tot. Ne, kann ich nicht. Er ist tot. Ja, er ist tot, er ist tot, tot. Ja. Ich selbst verstünde, er ist immer Sekunden später richtig unnötig. Nur du. Maverick lebt ja auch gerade am Limit. Blue Queen. Guys, let's go, Umbi, okay? Hold me. Warte, ich guck auch mal, ob wir irgendeine Drohne haben in-game. In-room. 1B. Okay. Ich versuch mal zu hören. Codex, einer Maestro ist B und A ist, Dings hier, Doc. Throwing smoke grenade. Okay, das ist der Thermite. Okay. Yeah, Thermite. Maybe. You guys can plant. Oh, shit. Oder wo Tunnel? Denn, Ich glaub, Tunnel, oder? Tunnel. Go point. Nice. Don't push, bro, go point. Nice, oh good job. Oh my god. Maestro behind A. Maestro, we don't plan, just plan. Maestro is on A. 15 seconds left. It's a bad angle. Yeah, it's a bad angle. Good job. Good job, guys. Let's go. Hast du gerade Maestro gesagt, Bro? Ja, das war kalt. Ja, die sehen gleich aus. Die sehen überhaupt nicht gleich aus, Digga. Die sehen gleich aus. Freunde, let's go. 5-2, Digga, alles klar. Ich bin mit den zweitmeisten Kills einfach vorletzter. Bester Leben, auf jeden Fall, bester Leben. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ich hoffe, die Infos haben euch ein bisschen weitergeholfen. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, haut rein und peace.